Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War. Wir sind jetzt hier auf dem Pausenbildschirm, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass irgendwie das Video jetzt im Hintergrund weitergelaufen ist. Da ist übrigens ein See. Wir stehen vor einem See, sehe ich gerade. Wir sind ein bisschen stark und wir haben hier einige Dinge dazu bekommen. Haben wir eventuell irgendwas, was wir uns ausrüsten können oder hochstufen können? Ich glaube nicht, oder? Nope. Nee, haben wir nicht. Hier haben wir auch nichts. Gut, das haben wir schon mal nicht. Haben wir vielleicht hier irgendwas? Zorn der Artemis. Will ich nicht. Habe ich auch komplett verbessert. Gut, haben wir eigentlich alles. Jetzt weiter. Wie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus. Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Mein Weib. Kannst du nicht. Er hat vor, dich zu töten. Weib. Du kannst dich nicht aufhalten. Niemand kann das. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Egal, wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Gott, ist sie doof. Das ist alles bald vorbei. Wo ist er? Da. Was, der ist wieder voll funktionsfähig. Was ist denn jetzt hier los? Mutter, ich werde dich Ich weiß auch nicht, wo die ist. So kalt. Das ist... Er fühlt sich doch gut, ey, dass er sich fühlen kann. Er fühlt sich so voll geil. Hilfe. Boah, hier ist viel zu viel los. Glück. Oh, Freya. Bist du doof, ey? Freya. Dame mit mir, ey. Der Kristall. War es zu spät? Wahrscheinlich, gell? Atreus! Ich bin hier oben! Mir geht's gut! Komm runter, ich brauch deine Hilfe! Und
hab mich nie so lebendig gefühlt. Aufhören! Komm zurück, wo bist du denn? Wo ist der denn? Ich muss in meinen Kreis zurück. Die erste Hälfte ist rum. Mutter! Ich bring dich um! Das war so random. Quicktime-Event. Bitte! Es gab schon genug Leid! Ach, jetzt fängt das schon wieder an. Still, Mutter! Ich muss mal gucken, wie ich das mache nochmal. Ja, gib mir Hilfe! Wo ist denn die Hilfe? Hä, mach doch gar nichts. Vor allem, der Balken ist einfach leer. Ich muss das doch im richtigen Moment machen. Hä, aber der macht doch gar nichts. Hä, warte mal. Ich versteh's gerade nicht. Welchen Knopf soll ich denn drücken? War doch eigentlich L1 und R2. Ach, jetzt verstehe ich's. Los, box ihn. Hilfe, ich weiß nicht, Schuhe. Hilfe. Schmeißen.
Los, Viereck, Viereck. Los. Oh Gott, Freya, hast du uns oder was? Oh Gott. Oh, der Riese guckt so traurig. Oh nein, hat er etwa den Bogen kaputt gemacht? Möchte ich euch danken, euch beiden. Ihr habt vollbracht, was selbst der Allvater nicht konnte. Ich war nie so lebendig. Ironisch, oder? Was? Oh nein, in eurer Arena sind wir jetzt. Wo ist er? Was ist er denn? Da. Gar nichts mit dem. Jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich da so angreifen. Mann, da soll man aufhören, sein Zeug so schnell zu wechseln. Kommt noch nicht mal klar damit. Auch Glück gehabt. Ah, ich sehe nichts. Mach ihn fertig. Wann sind wir fertig? Ich hätte echt keinen Bock, dass wir den umbringen, glaube ich. Sie lebt ja noch. Komm schon. Tu es.
es! Halt! Bitte! Muss ich jetzt entscheiden? Nee, oder? Er ist keine Gefahr mehr. Ich kann es mir nicht vorstellen. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich weiß. Was? Nein, Vater! Sie wollte es so. Okay, gut, also das verstehe ich jetzt nicht. Freya. Sie wollte es doch so. Ich schwöre, hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hels Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und
und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Sie ist ganz schön stark. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Legion. Freya scheint immer mehr Magie in der Hinterhand zu haben. Zuerst hat sie ihre Wurzeln benutzt, um zu versuchen, Vater und Baldur aufzuhalten, aber sie waren zu stark. Dann hat sie Tamur wiederbelebt, den Riesensteinmetz. Das war unglaublich, aber es hat noch immer nicht funktioniert. Baldur hat weiter versucht, Freya zu töten und das konnten wir nicht zulassen. Also haben wir weitergekämpft und Freya hat diese komischen Kreaturen gerufen. Sie haben immer wieder versucht, Vater vom Kämpfen abzuhalten. Glücklicherweise lassen sie sich leicht besiegen. Trotzdem gibt es echt viele von ihnen. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jüttenheim wartet. Also... Was haben die Waldir denn gekostet? Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jüttenheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Bannenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Ja, also ich weiß nicht. Also hätte ich jetzt die Entscheidung gehabt, hätte ich gesagt, ja, soll er so umbringen. Weil sie wollte es ja. Wo sind denn wir? Das ist ein neuer Ort? Hä? Wir waren doch hier schon mal. Geht's denn dahin? Ja, wir sind jetzt wieder hier. Hier waren wir doch schon. Haben wir schon aufgeklappt. Hä? Einfach nur die andere Seite. Ich weiß, also. Auf der einen Seite ja. Also, ich hätte die Entscheidung getroffen, er soll Freya umbringen. Es war ihr freier Wille. Auf der anderen Seite wäre ja Baldur immer noch da und würde uns immer noch voll auf den Sack gehen. Also ist es wahrscheinlich doch besser, dass wir jetzt den Baldur halt umgebracht haben. Knick, knack, knick durch, wa? So, bevor wir jetzt in dieses schicksalshafte Boot einsteigen und dieses
mal, wie das aussieht. Das sieht voll verpixelt aus da. Dieses Wasser betreten und zurückgehen, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.